So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Nerim am Rande des Wahnsinns. Ja, wir standen hier. Deine Akrobatik hat sich verbessert. Also wenn das Wasser... Nee, bleib mal hier, meine Freundin. Wenn das Wasser... Oh, Scheiße. Nee, mach mal hier... Geht durch den Stein durchgefallen. Wenn das Wasser hier in die Richtung fließt... Wie zum Geier will da mit seinem Fass hier hochgekommen sein. Na, wir laufen an der Brühe einfach mal weiter lang. Also von Körpereck geflüchtet. Also kann er ja nur hier lang oder hier lang sein. Was zur Hölle, was ist das da oben? Waren wir da schon mal? Komm, ich rette dich. Was greift dich an? Mammut. Warte mal, kann ich den nicht heilen? Nee, warte mal. Hier. Was haben wir hier vom Zauber? Da war doch irgendwas. Konnte ich nicht irgendwie heilender Funke hier. Hier. Nehmen wir mal das hier. Viel scheint wieder in Ordnung zu sein. Okay, was war denn das da drüben? Kenn ich den Laden? Mann, das ist schon wieder so lange her, gell? Ich glaube, in dem Laden war schon der Stauter. Oh nein. Das sieht nicht so aus, als ob ich den schon kenne. Von der blöde Schlampe. Echt? Ohne den Laden kenne ich noch nicht. Wo kommt die in Duden? Ach, du hast gedacht, weil du dich hier versteckst, du kleines Schweinchen. Sieht dich keiner oder was? Wir hätten eigentlich die Schweinchen hier gehabt. Alle Kamelien. Brauchen wir zwar nicht. Wir mischen dann den Scheiß mit. Das ist doch bloß wieder ein Haufen Scheiße.
Viel zu langsame Erklärung. Viel zu langsam, kleiner Knochenscheißer. Na. Alter, die Sprungmechanik hier ist wirklich zum Kotzen. Man, da springt doch einfach mal hier rein, die Scheiße hier. Du kannst nicht springen und gleichzeitig vorwärts drücken, gell? Doch, jetzt. Du, ein funkelnder Feuerstein. Ach, hier. Wir müssen doch mit diesem Scheiß von nicht rumärschern. Sonnenschaden an sich selbst, Licht, 20 Fuß, ach naja. Also wenn man direkt davor steht, kann man einfach nicht springen. Was ist denn jetzt hier mit dem Eisentor? Ach hier. Kann ich besser als du, Kasper. Ach, komm hier, behalte den Scheiß. Ich mache bloß erst wieder, wo ich mich wieder stundenlang hier verkaufen. Oh, fuck! Nicht gut, alles klar. Das war natürlich nicht gut. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ach Quatsch, acht. Zu langsam. Viel zu langsam. Ja. Mal sehen, was diesmal drin ist. Manchmal ist ja was anderes drin. Ne, ja, diesmal immer noch dasselbe drin. Alles klar. Ja, was war denn das jetzt? Jetzt hat es ihn dahin gerafft. Und den anderen hat es auch dahin gerafft. Ach Quatsch. Warte mal, F6 ist glaube ich schnell speichern, ja. Nein, nein, nicht nochmal. Dem tut's nichts. Da kommt noch ein Grammel in die Falle, der Arsch. Da hat es ihn dahin gerafft. Na komm. Och, schleift den nur mit. Okay, nichts. Oh, das könnte wehtun. Nee, Klicke gehabt.
Immer das Gleiche. Was ist denn das für ein Leifer für Arschlöcher? Kampfmagier. Mampfmagier. Schön Arsch zu gekniffen, okay. Hallo, bin da, wer noch? Ja, Großkotsch, du denkst, dass du dich auch gut verstecken kannst. Das war ach, wenn, dann stirbst du halt. Läuft die ganz schneller. Ja, ich hoffe, dass ich bei der Gelegenheit gleich hier nach oben komme. Und oben irgendwo wieder raus. Dass ich nach dem Kunde da weiter suchen kann. Was haben wir hier? Schattengeborene. Ich weiß nicht, ob ich das schon gelesen habe. Wird mir das irgendwie angezeigt? Nee, scheiße. Ach, ich klicke sie einfach alle an. Rotleib. 10. Auf 1. 1 zu 10. Ja gut, kommen wir mit dem. Ach ja. Gesellenmörser. Was kann man mitnehmen, kann man verkaufen. Die Knecht kann man auch mitnehmen. Ne, 1 zu 4, Gottes Willen. Gottes Willen, um Gottes Willen. So, jetzt geht's hier wieder runter. Und hier geht's rauf. Gehen wir erstmal runter. Hä? Scheiße, hier sollst du aufmachen. Jetzt kannst du das Vieh grillen. Ah! Wenn man nur nicht so langsam wäre, gell? Eileiten Ruinen, wo führst du hin? Mana-Schmiede. Moment mal, du warst wohl schon, oder wie? Das sieht mir so aus wie auf der Minimap, wie hier warst du schon. Nee, hier waren wir noch nicht. Mana-Schmied. Guckt euch das an, gell? Geld, das gemacht ist hier. Wer bist denn du? Da ist eine Kackpratze, die Krieg spielen will. Mörser? Expertenmörser? Und was bist denn du für ein Experte gewesen? Oh, da hat die einiges. Warte mal. Hier gibt es nichts weiter. Okay. Was hat denn? Was hat denn? Bringt gut Geld. Bring auch Geld. Ja, ja, komm, nimm sie mit. Ach, hier, Beinschien, Blutmagier. Naja, es ist jetzt, ich weiß. Kapuze, Blutmagier. Okay, ich weiß. Harnisch der Nordkönige. Ach, das ist das Ding, mit dem der Stone rumgelatscht ist. Nö, das Ding nimmt auch nicht mit. Nö, nackt haben wir dich gemacht. Das ist, was ist in dem Köcher drin? Ne?
Silberpfeile. Okay, die nehmen wir mit. Oh, was sieht? Moment mal, was sehe ich denn hier? Oh, ein. Oh, hier. Das Dunkel zwischen den Bäumen. Eine Legende aus dem Falltrenntal. Könnt ihr lesen. Ich mache extra langsam. Ah, okay. Mehr war hier unter meiner Schmiede nicht zu holen. Ach, schlag mich tot. Aber entweder habe ich selbst schon mal bei so einer Maschine versucht hochzuhüpfen. Oder ich kann mich noch, Sophie, grüße dich. Oder ich kann mich noch erinnern, dass ich vor langer, langer Zeit beim Stone dazu zugeguckt habe, wie der versucht hat, hier hochzuhüpfen. Da oben ist übrigens nichts. Deswegen versuchen wir es auch gar nicht erst. Aber geil, guck mal an. Was könnten wir für Strom produzieren in Deutschland? Bei unseren vielen kleinen Flüssen. Aber dieses grüne Pack, das baut ja lieber Vogelhäcksler in die Landschaft. Statt das Wasserwirtschaft mal richtig in den Arsch zu treten und zu sagen, was mal her, wenn die Leute ein Wasserrad an ihrem Bächlein aufstellen wollen, dann sollen sie das machen. Im Gegensatz, wir machen hier eine große Industrie, die ordentliche Wasserräder baut. Ich habe nie verstanden, warum der Stone die ganze Zeit immer diese Dinger hier mit Dings geknackt hat. Da hat immer die Dinger immer geknackt, wie verrückt. Habe ich nie verstanden. So, hier liegen Leichen, von hier sind wir also gekommen. So. Oh, Scheiße, zwei Treppen nach oben. Na, leck mich am Arsch. Hier haben wir die rauf. Ah, da liegt bloß ein Gerippe rum. Ja, schon. Silberpfeile nehmen wir mit. Wir verkaufen. Ja. Was haben wir hier? Die graue Blüte, Band 1. Also falls ich dich im Wälzer finde, dann gucken wir uns die auf jeden Fall an. Weiter geht's nicht. Und in der Truhe. Was? Eine leere Truhe? Was ist das Scheiße oder was? So. Und hier sind wir gekommen. Also. Ah ja, hier geht's weiter nach oben. Ach, wenn man noch nicht die Scheiße wäre. Spektrale Klauen. Ach, abgestürzt, du ein Rotz. Mann. Du ein Mist. Wenn ich den kann. Und ich habe die ganze Zeit. Was? Ach, jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Nein, ich will nicht Enteral. Ich habe es den Enteral gedrückt. Ah, nein, ich will nicht Enteral spielen, verlassen. Nein, ja, weg. Ich will. Ach, schon wieder, ach Mann, bin ich blöde. Beenden. Jetzt, Nerven. Gute Dirk nochmal. Habt ihr den Frosch von überhaupt schon mal gesehen? Surreal. Du hast vorhin verpasst, Sophie, wo ich
im Dings drin war. Im Easter Egg von Surii. Ach, das ist schon noch eine ganze Weile her, wo ich hier. Na gut, dann müssen wir halt alles nochmal machen. Da hat's ihn dahin gerafft. Ja, okay. Okay. So, was hat man hier noch mitgenommen? Ach ne, natürlich, das Ender, Quatsch ist. Das hat man gelesen. Hier. Die zwei Brüllen. Alles ne. Na, hör auf. Das hat man gelesen. Den Expertentopf nehmen wir noch mit. Ja. Ja, da hast du vorhin verpasst. Da war ich in der Werkstatt von Surii. In der geheimen Easter Egg Werkstatt von Surii. So. Wieder nicht die ernsthaft in die leere Kiste hingestellt. Du bald dein Schädel. Da haben die ernsthaft eine leere Kiste hingestellt. Und mich war dann irgendwo in dem Bett war dann noch eine Kiste. Genau. Ach, mit Riegelstiefeln. Pech gehabt. Na, das nützt dir auch nicht mehr, Alter. Oh. Na gut, dann halt so. Na, sag mal. Meine Oma. Was ist mit deiner Oma? Deine Oma ist scheiße. Und? Was noch? Das müssen wir jetzt. Wenn sie so ist wie du, dann ist sie scheiße. Deine Oma. Miriam. Ich schätze mal, ich hoffe. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt oberhalb vom Dings raus. Ja, genau. Unten rein, oben raus. So. So, da müsste ja jetzt, warte mal, wenn der von hier, also entweder hier von links, also entweder, wenn er von hier gekommen ist, entweder hier den rechten Arm oder den linken Arm lang. Ich tippe aber erstmal, ich tippe erstmal auf den linken Arm hier. Oh, wir machen auf jeden Fall noch beide Arme lang. Äh,
Also renn. Na, also hier sehe ich ihn nicht. Also hier sehe ich ihn nicht runter. Also das war doch eine so blöde Idee. Hier wäre ja auch hängen geblieben. Was hat denn der sich dabei gedacht? Der Kunde. Was hat denn der sich dabei gedacht? Da wäre doch auf jeden Fall hier spätestens hier vorne hängen geblieben. Also hier wird es jetzt. Na gut, gehen wir mal den Arm lang. Ob hier irgendwo hängen geblieben ist. Lebst du noch? Nee. Das ist sowas wie eine kleine Insel. Nee. Ich glaube nicht, dass man diesen Nüpfel dann eingespült hat. Ja, sie ist sogar noch früher hängen geblieben. Wie es aussieht, ist scheinbar sogar noch früher hängen geblieben. Ich glaube, ich hab's gefunden. Leute, ich glaube, ich hab's gefunden, das Fass. Da unten ist es. Die Frage ist, wie komme ich hier runter? Ohne mir selbst den Hals zu brechen. Ja. Ja, warum zu schreien? Erschreck mich nicht so. Freilich ist hier das Fass. Ah, hallo! Hallo! Ist da jemand? Hilfe! Bitte! Ich stecke hier drin fest. Der Deckel ist verklemmt. Sucht nach einer Schaufel oder einer Hacke. Damit könnt ihr den Deckel aufbrechen. Bitte, beeilt euch. Hä? Ah, endlich frische Luft. Ich danke euch. Wisst ihr, ich war gerade auf dem Weg in östliche Richtung, als mich ein paar Soldaten geschnappt und in dieses Fass gesteckt haben. Verrückte Geschichte, wirklich. Aber jetzt muss ich schleunigst weiter. Ich weiß, dass ihr fliehen wollt. Oh, ihr wusstet? Was genau? Fliehen? Also nein, das ist doch nicht korrekt. Ach, verdammt, warum musste sich dieses elende Fass auch am Ufer verfangen? Ja, ich wollte raus aus Kabaet, weg von den Kämpfen und all dem Leid. Ich war so schrecklich müde vom Krieg. Könnt ihr das denn nicht verstehen? Nein. Könnt ihr mich jetzt nicht einfach gehen lassen? Nein. Nee, wir verraten ihn nicht. Bringt ja nichts, wenn sie nachher... Aber dann war ja alles umsonst. Und ich muss in dieser elenden Stadt bleiben. Ganz abgesehen davon, wie gefährlich es ist, überhaupt erst wieder nach Kabaet hineinzugelangen. Ach, verflucht sollt ihr sein! Was bist du hier, nein, zu löfen? Möglichst vor, bevor du aussäufst, Trottel. Oh, stell mal mit dem Schwert rum. Ja.
Wo sind wir jetzt eigentlich? Was ist denn das da oben vor einer? Ja, die Brücke sind wir ja vorhin schon gelaufen, gell? Freund oder Feind? Feind. Ach, Riesen sind das. Riesenarschlöcher. Und dann hab ich nicht mal was dabei, die Kasper. Ach, was ist denn jetzt? Du lebst doch noch. Das lebst du nicht mehr. Hammer nehmen wir natürlich mit. Da haben sie sich eine Ziege gemacht. Wo ist jetzt das verschissene Carpet? Ach nee, da latsche ich jetzt nicht lang. Warte mal. Da machen wir hier. Wo haben wir hier? Segen, Teleport, Carpet. Das ist einfacher. Ach, und schön sind wir da. So, wir sagen mal sehen, was wir hier sagen. Was wir für Antwortmöglichkeiten haben. Der Schabracke hier. Das war. Nee. Nee, hier auch nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Ich werde es schon wieder finden. Ach, hier lang. Oder? Ach, da leck mich doch am Arsch. Muss doch hier links gewesen sein. Ach, hier. Ich hab's gefunden. Hier. Hier runter, hier rüber und hier lang. Gefunden. Endlich seid ihr da. Edward wurde so, ich habe ihn zurückgebracht. Ausgezeichnet. Ihr könnt nicht ermessen, welchen Dienst ihr unserer Stadt damit erwiesen habt. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hoffe, die Belohnung ist dem angemessen. Und 3000 XP, na aber, herrlich. Beteiligung am Braurer Brauhaus. Was? Nordländischer Erinnerung. Und auch noch 800 Kohle. Na prima. Ja, alles klar. So. Diese Quest wollte ich doch unbedingt machen. So. Wir müssen ja nun laufen, weil dieser Vogel alle möglichen Dinger hier, ich weiß gar nicht, wie viel der blockiert hat. Ob man das, oh Gott, sieht man das? Sehen wir das hier irgendwo? Wie viel der blockiert hat, die Drecksau? Blockierte Teleportsteine. Zu einigen wurde irgendwas. Sehen, was da los ist, ja. Zu einigen in Mittelreich, okay. Wo sind wir jetzt? Wir sind in Carbide. Gehen wir her, ja. Wir sind in Carbide. So, also hier in Salen hat er blockiert die Sau. Na, Erotin selbst hat er blockiert, ja, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Na, da müssten wir uns. Ne, Latour haben wir. Ach, hier unten. Ach, Gilead hat er auch. Dieser Sohn einer arabischen Wassersau. Müssen wir die ganzen Dinger abklappern. Ich weiß nicht, ob wir nach Tirin können. Versuchen wir mal Tirin.
Körper. Tirin. Versuchen wir mal Tirin. Oh, Tirin klappt. Da ist es nicht ganz so weit rauf nach Gilad. Genau. Huch. Tirin ist okay. Hallo Benno. Ja, falls ihr meinen Mod irgendwann mal benutzen wollt. Und zwar findet ihr das hier, den Baumstumpf. Hab ich den doch schon. Scheiße. Nee, halt hier. Hier. Hier, das ist der hier. Genau. Ja, durch das hin und her gebastelt. Liegt da vermutlich schon mehrmals drin. Jetzt bei mir zumindest, bei meinen Speicherständen. Ja. Ja, und die Dings hier, die Klamotten, die finden wir ja hier drin, ja. Die Templer-Katana und so, oder hier hingliches Langschwert. Also, hat mir aber irgendwie nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen. Nee. Deswegen habe ich es gar nicht erst benutzt. Gilead. Da werden wir wohl jetzt, ob wir wollen oder nicht, den Löwen müssen und gucken, warum dieses, mit was der diesen Dings blockiert hat. Diesen Teleporter. Die Mistsau, die verdammte Baratheon. Ah. Ne, das ist sogar die Pulle, die unten liegt, ist Mausen, gell? Auf nach Gilead. Gilead, machen sie uns gleich platt. Wo ist hier was? Macht hier Stress. Gib mir mal Map her. Wo sind wir jetzt? Rechts an der Dings, rechts. Aufgabelung muss man uns noch rechts halten. Keine Angst, Herr Hirsch, ich bin nicht auf der Pirsch. Ich will nur nach Gilead reisen und Baratheon vor die Füße scheißen. Dein Klicker. Das wäre dir jetzt kein bisschen bekommen, wenn du mir auf den Sack gegangen wärst.
Weißwedelhirsche. Wieso du auf die Idee gekommen sind, hier Weißwedelhirsche einzubauen? Och, was ist mit dir los? Wo sind deine Herrchen? Da hat einer irgendwie einen Kalt gemacht. Das Herrchen kalt gemacht von dem. Von dem Esel. Denn das ist normalerweise nicht Standard, dass die Brüder hier allein rumlatschen. Muss ich schon gelüdet haben. Warte mal, der Transporter war doch hier oben irgendwo, gell? Aber wo gehen wir mal das hier her? Oder nicht hier oben? Bei der Kirche? Ach, wie die Scheiße hier da hingemacht. Was? Gilad ist wieder frei. Okay, so, nächste wäre Salen. Na ja, gut, wir sind ja eh hier lang. Da laufen wir Richtung Salen. Das ist Nordwest. Ach ja, wird ja auch angezeigt. Nordwest. Da hat man ja quer durch die Pampa. Entweder landen wir vor einem Berg. Oder wir können hier gerade durchlaufen. Ach so, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich probieren wollte. Leute. Audio. Mal sehen, ob die Musik genauso schön ist wie bei Enderal. Wenn sie mir auf den Sack geht, na gut, dann war's das. Hä? Nee. Warum treffe ich ihn hier nicht? Sag mal. Ballistisch? Ja. Ein bisschen ballistisch.
zu hoch, zu tief. Na. Na, glaubst du das denn? Na, leck mich doch am Arsch, das gibt's doch gar nicht. Na gut. Nee. Standort. Ich habe bloß noch einen Bogen angewählt. Und zwar, keine Ahnung welchen. Den hier. Das, ach, das war dieser komische Kristallfrost-Dingster-Bumster. Ja, die machen ja den gleichen Schaden, sehen halt besonders aus. Nee, hier. Ja. Der Frostreiser ist das. Wenn ich hier, hier muss ich lang, ja. Okay, ja. Ihr wollt alle mal spielen. Na los! Was ist denn da los? Auch gute Idee, dass ich gerade dran denke. Dass ich gerade dran denke, Dings einzuschalten, ja. Das ja. Richtung? Ja. Ja, damit wollen sie eine bisschen zwingen, durch die Pampa zu latschen. Und nicht nur Schnellreis zu benutzen. Das ist doch nicht Oblivion, das ist doch Nerim. Meine Güte. Nerim am Rande des Schicksals ist das doch. Das basiert nur auf der Oblivion Engine. Aber da ist nichts mehr von, das hat überhaupt nichts mehr mit Oblivion zu tun. Guck dir nur mal die Karte an hier. Aber dort. Das hat überhaupt nichts mit Oblivion zu tun. Das ist wirklich rein weg nur noch die Engine, die Graphic Engine. Alles andere ist, ist hier neu. Als die Landmassen und so. Ist hier, das ist ja alles neu. So, jetzt muss ich aufpassen, welcher Zeiger ist es denn jetzt? Muss ich aufpassen. Der rechte. Ach, da unten stehe ich schon. Da unten ist er. Bist du lebst noch? Jetzt bist du tot, hä? Nicht mit Pilz. So, Block einfangen. Chaka. So. Wobei, Moment mal, bevor wir weitermachen,
könnte ich eigentlich mal, genau, das mache ich jetzt auch erstmal, nochmal zurück nach Kirin. Habe ich für Salen in Ilia? Salen habe ich, ja, okay. Dann auf nach Kirin. Und von Kirin, da kann ich erst einmal schnell hier. Ich habe nicht gesehen, ich habe nur noch 200 Pfeile. Und ich verballere die Dinger ja ohne Ende, gell? Ach Quatsch, falsche Kiste. Das ist jetzt natürlich gut, gell? Welche habe ich denn? Langbogenpfeile habe ich. Machen die anderen Schaden? 13, 24? Ach doch, die machen mehr Schaden. So, dann nehmen wir mal. Wie viel habe ich hier? 900.000. Ja, 900.000. Eine bisschen Fälle. Ich nehme mal mit hier. Ach, das lässt sich so scheiße. Das lässt sich so scheiße machen hier. Bei der Menge. Lässt sich das so beschissen? Ach komm, scheiße, nochmal 1900 Pfeile mit. Das lässt sich so beschissen machen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder genug Pfeile. So. Und damit machen wir wieder nach. Ja, eine Million Pfeile reinhauen, das ist natürlich Bullshit, gell, was sie da gemacht haben. Drücken wir F6 vorsichtshalber. Ich hab's nicht gebraucht. So. Und jetzt nach. Ja, Routine, wenn ich mich nicht täusche, gell. Das war ja jetzt hier. Erweitert. Körper et Hammer. Wir müssen nach Erodin, also ein Stückchen der Straße vor und dann links. Hier? Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig, wenn ich mich nicht täusche. Oh, ehrlich, das ist mir zu laut. Das ist mir viel zu laut. Das war mir jetzt viel zu laut hier. Selbst das ist mir bald noch ein bisschen zu laut. Ja, das ist mir zu laut. Ich will das im Hintergrund hören und nicht hier wie im Konzertsaal. Wenn ich Konzertmusik hören will, da gehe ich ins Konzert. Ach so, warte mal, wir wollen mal hier umstellen. Darf man nicht vergessen. Wir sind jetzt nicht mehr in in Enderal. Hallo, cool. Eine Kuh. So. Emma, meine Emma. Da unten im Dings heißt Benno. Hier heißt Emma. Warte mal, das Ding kann nicht allzu weit weg sein. Erodin? In der Richtung. Na, hier ist doch schon. Hier weg. Ach, stehen da hinten. Ich sehe ihn. Da oben ist er. Ja.
Ich habe den Teleporter da von der Mega weiter. Ja. War das jetzt der letzte? Kann jetzt, ach doch, man kann jetzt gerade Files mit der Maus bewegen. Ach. Sehe ich hier noch, sieht hier noch irgendjemand einen grünen Pfeil? Also im hier ist nirgendwo einer. Den haben wir jetzt gerade befreit. Und ich sehe Wellenfels hier unten irgendwo hier. Ne, wie ist das? Ach doch, Wellenfels. Der Krater ist ja, das sind ja sowieso, das ist ja sowieso nicht. Die drei, das haben wir ja noch nicht. Ne, also ich sehe hier keinen grünen Zeiger mehr. Also müsste ich da alle befreit haben. Standort. Brauche ich mal zu gucken, ob die Mission noch da ist. Von Erotin, von Salen, von Gilead und muss also noch irgendwo einer sein, der blockiert ist. Muss noch irgendwo. So, was sagt eigentlich Quatsch. Aber im Hut war doch auch nicht mehr. Jetzt sagt er, ich kann ihn lösen. Damit kann endlich wieder. Jetzt ist die Quest beendet. Mann, da habe ich wieder 5 Stunden gebraucht, um. Da habe ich hinfällige Blockadehaltung verdient. Jetzt ist die Quest erledigt. Genau. Und jetzt kommt ein wahnsinniges Unterfangen. Na gut, gehen wir erst mal rein. Moment mal, welche Zeit ist denn das? Ist doch finster. Finster nützt nichts. So, abgestürzt, ne? Was ist denn 12.52 Uhr AM? Das müsste. Warten wir mal eine Stunde, da wird der Erfahrung. Aha. Alles klar. Wie sagen wir mal, ach Quatsch, 13. 9. So, 2 Elfen. Hoffentlich finde ich mich schon in Dings noch zurecht. Spinnseide könnte man verkaufen. Wenn wir finden, wo es war. Wenn wir rausfinden, wo es war mit der Spinnseide. Taverne war es nicht. Aber hier irgendwie so seitlich an den Haus war das. Nee, hier war das auch nicht. Ach, in die Bank muss man ja auch noch rein. Fällt mir gerade ein, wo war jetzt die blöde Bank jetzt wieder? Kunstgalerie.
So, warte mal, jetzt sind wir hier auf dem Marktplatz. Ich glaube, die Spinnseite war hier unten. Nee, war die hier? Nee, hier war die nicht. Nee. Hier war die Spinnseite. Mathildas Lederkluft. Genau. Hallo Mathilda. Willkommen. Womit? Vielen Dank. Ich denke, diese Münzen sind ein gerechter Lohn für eure Mühe. Ach, mich interessiert nicht die Münzen, mich interessiert das hier. Die Erfahrungspunkte. Vielen Dank. Ich denke, diese Münzen sind ein gerechter Lohn für eure Mühe. Vielen Dank. Ich denke, diese Münzen sind ein gerechter Lohn für eure Mühe. 15, ich weiß nicht, wie viel ich mir nähe, reicht nicht mehr. Okay. Bitte? Lepol, nächsten Spinnen, da bringe ich das gleich wieder. Die Bank war. War die nicht hier drüben? Geschiss und Söhne oder so ähnlich. Bankhaus. Ach hier, was, wie hieß das Ding? Irgendwas mit Gier. Geld und Gier. So. Die Frage ist, wo war jetzt mein Bankschließfach? Nee. Oh, da darf ich. Nee, hier war es nicht. Muss es hier gewesen sein. Oh. Tresortür. Ah, 222. Ich hab doch irgendwo, ja, die Frage ist, wo ist der Schein? Warte mal, hier war's. Da, okay. Dann müsste es hier ja auch hier sein. Brüste. Dumpe. Ich habe doch einen Beteiligungsschein gekriegt von der Schnecke. Stehe aber nirgendwo. Ich stehe aber nirgendwo. Hä? Die hat mir doch einen Beteiligungsschein für dieses bescheuerte. Oder gibt es da ein Dings auch eine Bank? Und ich muss das in Körperett. Beteiligung am Bauhaus. Brauhaus. Scheinbar geht das hier nicht. Beteiligung am Brauhaus. A, B. Nee, das geht hier nicht. Ach doch, hier ist es doch. Bin ich bescheuert oder sowas? So. Okay. 1000 Gold haben wir drin. Ja. Was ist denn eigentlich? Ist das meine? Das öffnen. Ach, geht automatisch zu. Guck an. Das ist nur meine Hauptkiste. Ach, das ist meine Hauptkiste. Warte mal. Brustharnisch mittelreich. Wir hatten Blutmagier, Handschuhe, guck mal, Handschuhe, Helm und Stiefel. Warte mal,
glaube, da habe ich nicht irgendwie Kapuze. Ja. Ach, das scheint aber was anderes zu sein. Das scheint aber noch was anderes zu sein. Das ist leichte Rüstung und hier auch leichte Rüstung. Aber da wird es da bei. Also ich habe zumindest noch nicht einen Harnisch vom Blutmagier. Ach, hier die Nachtklinge, ja, alles klar. Handschuhe, Erzmagier. Doch, hier. Harnisch der Blutmagie. Na, warte mal, die Ehen-Dinger, die wären. Bei dem Ehen steht Blutmagie irgendwas und bei denen steht hier dann Harnisch. Also erst irgendeine Bezeichnung, dann Blutmagie. Nordkönig kann ich auf jeden Fall erstmal raus tun. Ja, Kapuzblutmagiers. Und Beinschienblutmagiers. Ja, sind das jetzt dieselben? Hier haben sie ja gar keine Beinschienen. Brauche ich das Ding hier zweimal? Ein wenig verwirrend. Apropos Schild. Gibt es irgendein Schild, was mehr taugt, wie das, was ich habe hier? Schattenschild. Denn dieses hässliche Ding ist ja. Ja. Festigen, Konzession, Ausdauer, Blocken, Rüstung. Achso, Schwerrüstung, ne. Ich glaube, das muss ich offline machen. Oh, apropos offline. Ja. Leute, für die im Video geht es natürlich im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ein bisschen was haben wir ja schon gemacht. Okay. Und für die im Stream geht es natürlich ein paar Sekunden weiter. Ich sage an der Stelle mal Tschüss und weg, euer Sheratan. Vergesst nicht, einen Daumen rauf zu geben.